Eichenberger, was spricht gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Was sind da bei Ihnen die Kernpunkte? Das Wichtigste ist einfach, es ist schlichtweg nicht finanzierbar und damit ist es einfach tot. Wie wichtig ist Ihnen das Einkommen? Natürlich schlussendlich wichtig im Sinne, wenn ich das Gleiche tun kann zu einem höheren Lohn, dann tue ich natürlich das Gleiche zu einem höheren Lohn, lieber als das Gleiche zu einem tieferen Lohn. Ich habe einen Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und versuche das so zu betreiben, dass man einfach Ökonomie interessant anwendet auf interessante Gegenwartsprobleme. Tun Sie das, was Sie wollen? Ja, ich würde das auch machen mit wesentlich tieferem Einkommen, würde ich das machen, ja. Herr Eichenberger, was halten Sie von der Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, ich meine, es ist ein Gesamtkunstwerk, von dem her finde ich es großartig. Es kann, wenn es gut geht, eine interessante und fruchtbare Diskussion auslösen. Die Kunst wird sein, eine gute Diskussion auszulösen, obwohl es klar ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht funktionieren kann. Und was nervt Sie so richtig an dieser Initiative? Mich nervt überhaupt nichts dran. Ich finde, wer wichtig ist mit Initiativen, dass man eine gute Diskussion hinbekommt. Das war zum Beispiel so bei der Armeeabschaffungsinitiative in den 90er Jahren. Das war eine ganz wichtige Diskussion für die Schweiz, obwohl ja nur 30% zugestimmt haben. Aber auch mit Initiativen, mit einer tiefen Zustimmung, können sehr wichtige Initiativen sein. Ich zweifle daran, dass das eine gute Diskussion gibt, weil eben der Vorschlag total unrealistisch ist. Viele Menschen und auch Ökonomen sagen, das Grundeinkommen ist nicht finanzierbar. Und zwar aus dem Grund, weil dann keiner mehr arbeiten würde. Die Leute würden schon noch arbeiten, aber sie würden nicht mehr das arbeiten, was gesellschaftlich sinnvoll ist. Der Arbeitsmarkt funktioniert, ja, wenn er funktioniert, so, dass er die Leute dazu bringt, dass sie das arbeiten, was gesellschaftlich etwas wertvoll ist. Man bekommt dann Lohn, wenn man etwas macht, was den anderen, die den Lohn bezahlen, irgendwie wichtig ist. Dann ist das Grundeinkommen nicht mehr befreiend, sondern es treibt uns in die Abhängigkeit vom Staat und von der Gesellschaft. Jeder wird geknüttelt, weil der Staat muss kontrollieren, dass das Geld reinkommt, sonst kommt es nicht. Dann werden wir total überwacht und von dem her ist eben das Grundeinkommen ist von dem her nicht befreiend, sondern der Weg in die Knechtschaft. Und da bin ich natürlich dagegen. Ja, man kann das Grundeinkommen eigentlich auf zwei Arten versuchen zu finanzieren. Das eine ist über die Einkommenssteuer, das funktioniert nicht. Und das andere wäre über die Mehrwertsteuer, so wie es ja vor allem in Deutschland von den Vertretern des Grundeinkommens vertreten wird. Aber auch das funktioniert selbstverständlich nicht.